Die Kaffeepflanze hat immer grüne, lederartige Blätter. 3 bis 4 Jahre nach der Aussaat beginnt sie zu blühen. Die Frucht, also die Kaffeekirsche, ist zuerst grün, dann gelbgrün und schließlich rot. Das Fruchtfleisch umschließt 2 Samen. Die Samen sind die eigentlichen Kaffeebohnen. Jede Kirsche enthält also 2 Kaffeebohnen. Nicht alle Früchte werden zur gleichen Zeit reif. Hier werden die Kirschen noch einzeln mit der Hand geerntet. Auf den großen Plantagen kämmen Pflückmaschinen die Früchte aus den Kaffeesträuchern. Im Wasserbecken werden die Kaffeekirschen vorgereinigt. Anschließend entfernt eine Maschine das Fruchtfleisch. Übrig bleiben die Kaffeebohnen. Sie müssen noch trocknen. Der Rohkaffee ist fertig für die Weiterverarbeitung.